Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rock City. So, ich habe hier an dieser Stelle gestern Schluss gemacht. Und oh. Ja, geht gut weiter. Ne? Wir gucken mal, ob wir es heute noch zu Wendell schaffen. Welche Taste? Wurde ich nicht umsonst geheilt? Was? Oh Gott. Es gibt's doch gleich Action. Ja, wir gehen jetzt hier rein und dann gibt's kein Zurück mehr. Oh no. Ich möchte das nicht. Ich möchte noch mal kurz erwähnen, ich bin bisher nicht einmal gestorben in dem Spiel, okay? Wir sind jetzt bei, weiß nicht, 16 Stunden, 15,5 Stunden, 15 Stunden, irgendwie so. Zumindest in der Aufnahme. Ich bin noch nicht einmal gestorben bisher, okay? Gut, haben wir das festgehalten. Wir müssen den Mandalorian töten. Oh, ich bin jetzt noch geschossen. Ich kann hier nicht, ich kann hier nicht weg. Ich könnte natürlich mein Schild einsetzen, ich könnte mal meine Fähigkeiten einsetzen. Ach, was soll's? Wir schaffen das. Gut. Er hat ein Schild. Hä? Du hast den Kopf verloren und kannst noch reden? Das ist krass. Gibt's halt Dauerfeuer. Ich weiß nicht. Und die beiden? Die sitzen da einfach. Lassen sich nicht stören. Warum auch? Hier kommen doch noch mehr raus, oder? Das kann es ja noch nicht gewesen sein. Ja, kann es das doch gewesen sein? Die Heilung ist aber wieder voll. Okay. What is the situation here? The guy's got a ticket for the mercy seat in a month, but he was shot, and it looks like justice will get him sooner. That's no reason to leave me here to die. I can't take him with me, and I'm not gonna stay here. Justice can only be served by executing court orders.
You're more human than this fucking jailer. Ja, musst du hier bleiben. Hab ich jetzt gesagt. Okay, die Musik ist erstmal gerade weg. Ich werde dich jetzt auf den Flur raus und die Musik ist wieder da. Es hat auch so ein dummes Visier. Es hat geruckelt. Musik ist wieder da. Hier drin sind welche. In den Duschen. Das Duschen, ich hoffe. Sieht ganz komisch aus. Es sieht aus, wie es nicht aussehen sollte. Es sieht falsch aus hier drin. Muss ich mal so sagen. Wie weit ist es denn noch? Oh. Jetzt kommt ein Riesenraum. Eins nach dem anderen. Toll, ist wieder ein Mandalorian dabei. Der die Moral erhöht. Und die da haben zwei Dächer auf. Also hier zwei Pfeile. You know. Ist nix. Gut nach oben zu gehen? Nee, dann muss ich dort hinten den Rücken zudrehen. Ah, da hinten ist auch der Mandalorian. Okay. Ich habe übrigens nie Mandalorian geguckt. Ich habe das nur gesagt wegen dem Helm. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ein Mandalorian niemals seinen Helm absetzt. Das ist doch richtig, oder? Das habe ich mir doch richtig gemerkt, oder? Mandalorian setzt niemals seinen Helm ab. Hier ist gefährlich. Hier ist Explosionsgefahr. Guck jetzt natürlich nicht nach Loot, ne? Da wäre. Natürlich ist da mehr. Komm. Put. Bila. Ich möchte gerne irgendwo bleiben, wo ich Schutz habe. Und wo nicht von hinten noch ein Dude angerannt kommen kann. Bitte. Gönnt mir wenigstens das.
drin, oder? Die sind da. Och nee, nicht mehr das. Ich weiß nicht, ob ich kann, glaube ich, nicht durch die Stangen schießen, oder? Blöde Stelle hier. Okay, scheint doch irgendwann dann mal zu gehen. Es sind ja nur noch 70 Meter, wobei wir müssen noch durch diesen ganzen Trakt. Wo sind die? Hab ich ihn erwischt? Okay. Wir werden irgendwann ankommen, ich verspreche es euch. Werden das Ziel erreichen. Wenn jetzt hier irgendwelche Leute von der Seite kommen, ne, dann springe ich hier gegen die Decke. Wie das Spiel mich auch immer verarschen will, ne? Wenn da steht Eindringen, denke ich immer, da sind halt Gegner dahinter. Da waren keine. So, hier werden wieder Ignaz sein. Noch nicht. Gute ist, dass mir die Gegner oben angezeigt werden im Navi quasi. Oh. Waffe ist weg. Cool. Die Waffe weggeräumt ist, ist sehr entspannt. So eine Quest für mich? Nee. Die eine Quest für mich? Nee. Du hast das Sagen, wie es aussieht? Okay. Last week I finished organizing the stuff down here with a brand new system. And today, those fuckers showed up and messed everything up. Where did they go? To the parking lot. You have to bust them. I'll be cleaning this shit up until retirement. Ach, zum Parkplatz. Okay. In der Quest steht aber immer noch, dass ich zum Gefängnisdepot soll. The scum's over there, hiding behind his bodyguards. You need to smoke him out.
bin erschrocken. Ich will hier gerne in Deckung bleiben. Ist das denn so schwer zu verstehen? Der Dude hier drüben hinterm Bus. Sag mal. Schießen ist echt laut, ne? Es tut mir leid, aber ich kann da gerade nichts ändern. Ich hätte auch mal wieder Lust auf was anderes als schießen. Ah! Nicht gewesen sein. Da sind ziemlich viele Schutzwälle aufgebaut. Oh, Mandalorian ist dabei. Hier um die Ecke, oder? Ja. Miss Mandalorian. Viele kommen jetzt. Mandalorian auf jeden Fall. Als wäre das hinter mir in die Luft geflogen. Oh. Oh. Wieso sehe ich dich nicht auf dem Radar? Ist ja gemein! Oh.
Can't you get it through that thick skull of yours? You're supposed to stay away from my business if you want to get your past life back. How about we save part of that life right now? I sent some guns to the hospital to rectify my mistake and finish the job with your friend Lewis. But it was before we talked. I would have called off the hit, but I had to take care of you and your fellow guards. So, I guess it's over to you. And you better hurry! Casualties at Gibson Memorial Hospital. I need assistance. Possible hostiles in the vicinity. Warum? Warum ist das hier alles gerade nur noch so ein Massaker? Das ist, also ich könnte auf Kampf gehen, auf Technik. Wenn ich jetzt hier 3 Punkte reinhaue, könnten wir dann den kritischen Schaden verdoppeln. Weil ich brauche die Zeitlupe nicht, ne? Ja, okay. Die Folge müssen wir jetzt noch nicht beenden. Jetzt wäre es noch ganz schön kurz. Okay, dann gucken wir mal, ob ich jetzt gleich überziehe. Wenn ich jetzt hier weitergehe. Ich habe aber auf jeden Fall gerade keine Waffe in der Hand. Von daher, hier sollten gerade noch keine Gegner sein. Ja, hier ist echt unschuldigen Schütze stand halt zwischendurch da, ne? Als Wandel weggeflogen ist. Ich kann hier gerade niemanden mehr schützen. Lewis. Ja. I'm all right, Murphy. I'm all right. Oh, thank God you're safe. We've missed you, officer. How are you feeling? A little banged up, but I've certainly been worse. That Wendell guy needs to pay for what he did. And he will. But when? How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Yeah! Sergeant, how can we go out on the streets knowing that the people who hire us are working against us? Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation. Okay. Die können wir ja die Woche... On what's been going on, partner. Die können wir ja die Folge, würde ich sagen, noch mitnehmen, unsere Bewertung. Hier war doch gerade irgendwas zum Lesen. Hier. Einladung zum Gespräch. Miss Esteves, wir laden Sie zu einem Vorstellungsgespräch ein, weil Sie eine geeignete Kandidatin für die ausgeschriebene Stelle sind.
Als Polizeibeamtin werden Sie mir sicher zustimmen, dass Vergehen gegen das Privateigentum die schlimmsten möglichen Verbrechen sind. Magnavolt, der frühere Hersteller wirkungsvoller Sicherheitsgeräte mit letaler Wirkung, wurde gegründet, um diese Art von Verbrechen zu verhindern. Wir brauchen Mitarbeiter, die das verstehen. Jessica Brown, Magnavolt Personalabteilung. Ich denke mal, wir werden uns später ja noch umgucken können. Ich hoffe zumindest. Wir gehen jetzt die Folge noch zu unserer Bewertung. Bestimmt wieder Gespräch. Oh mein Gott, Louis ist back. Hey, Steph, how's my hair? Ah, looks like an elephant took a dump on an ostrich egg. So, you also noticed the symmetry of my face? Whatever, shithead. Wir werden jetzt bestimmt wieder mit unserer Psychologin sprechen. Ihr wisst, ich habe langsam meine Zweifel. Gibt's hier eigentlich ein neues Radio? Please, have a seat. Wir hatten schon lange kein Radio mehr. Ist kein Radio. Schade. Man soll nicht so nah vorm Fernseher sitzen. Kriegt man viereckige Augen. Ach so, weil wir ihn haben gehen lassen. Ja, ich habe ihm halt geglaubt. Vitamin A, das ist gut. That's it for me. Where is Dr. Blanche? I am supposed to undergo an evaluation. Oh, right. She called. Said that she wouldn't be able to make it today. Actually, she wanted you to call her. She seemed distressed. Oh. Antonowski escapes from a high-security prison. Now the cops are thinking about going on strike. What happens if some dangerous criminal breaks out from the cells downstairs? Pray that RoboCop is around. Oh. Gut, wir haben jetzt kein Gespräch mit unserer Psychologin. Dann rufen wir sie nächste Folge an, würde ich sagen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt heute noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns sehr gern morgen in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, ich danke euch und winke euch und sage bis morgen. Tschüss.